habe keine Kontrolle darüber. Wir werden in Stücke gerissen. Hey, stört es dich, wenn... Oh, bitte rühr die nicht an. Von hier aus steuere ich alle Systeme des Schiffs. Ich wollte nur... Das Schiff in die Luft jagen? Das kann man nämlich unter anderem hier machen. Oh, nein, das wollte ich gar nicht. Vergiss es. Okay, ich dachte, weil jetzt hier das umgestellt wurde, können wir irgendwas machen. Sie sind keine Schiffsschilde. Wir haben den Fusionsorb über dem Müll. Achso, hier. Mein Freund Alex fliegt das andere Schiff. Mein Freund Alex fliegt das andere Schiff? Es kommt aus Muschelhöhe. Toll, nun, es ist uns im Weg. Shay war in Muschelhöhe, als ich ihn sah. Wenn er Alex getroffen hat, dann könnte er sehr wohl auf diesem Schiff sein. Und dein Ehemann vielleicht auch. Nun, wenn wir hier bei lebendigem Leib rauskommen wollen, müssen wir weg von dieser Wand. Warum willst du nicht, dass sich unser Schiff das andere Schiff treibt? Weil das Schiff schmilzt. Wenn wir mit dem Schiff in Kontakt kommen, dann schmelzen wir auch. Und? Die Welt wäre besser ohne diese Morgs. Ich bin sicher, das wird schon. Wenn wir uns da rangreifen, können die uns nämlich wegziehen einfach. Wie wär's denn damit? Obwohl die haben... Scheiße, der hat ja... Entschuldigung. Also, die haben ja auch Autopilot. Autopilot, deswegen glaube ich, können sie vielleicht gar nicht umdrehen. Kannst du nicht um sie herum? Der Raumweber kontrolliert das Schiff, während er dem vorgewebten Pfad folgt. Er macht immer alles nach Vorschrift und wird niemals von seinem Pfad abweichen. Nicht einmal, um dem Schiff auszuweichen. Glaubst du, dass das andere Schiff mit den gleichen Navigationsproblemen zu kämpfen hat? Wahrscheinlich. Oh, das ist gar nicht gut. Können wir sie nicht einfach aus dem Weg schieben? Wir versuchen es. Sie aber auch. Morgstau. Aber was ist, wenn Shay die Arme steuert? Shay würde niemals so etwas Waghalsiges tun. Doch. Wenn es etwas gibt, das ich dem Jungen in all den Jahren beigebracht habe, dann ist es, wie wichtig Sicherheit ist. Sie Errungenschaft freigeschaltet. Er muss einen Grund haben. Okay. Vielleicht solltest du dieses Schiff verlassen. Sie sind nur hinter mir her. Glaubst du wirklich, sie würden mich jetzt so einfach gehen lassen? Ich habe zu viel gesehen und ich gehe nirgendwo hin. Ich werde mir eine Lösung überlegen. Nein. Gut, ich werde weiter versuchen, diesen Idioten zu überzeugen. Wieso glaubst du, dass du mit Beleidigung im Alter kommst? Ach, die ist, bitte. Der ist cool. Welches Protokoll verlangt denn die Bezug unseres? Für diese Situation gibt es kein Protokoll. Das ist Neuland. So, warte mal. Kriegen wir hier irgendwo eine Info? Irgendwo, irgendetwas. Oder kommen wir zu Grubscary? Nee, geht er nicht, der ist ja auch draußen. Oder kann ich sie vielleicht ablenken? Mit irgendwas? Was ist hier eigentlich? Das sieht gar nicht sicher aus. Das sollte ich nicht berühren. Ach, hör auf, so traurig zu schauen, Mokchotra. Was, bin ich jetzt runtergegangen? Nein, wollte ich nicht. Oh, warte mal ganz kurz, kann das... Was ist das hier nochmal? Sieht aus wie so ein Videospiel. Mach mal hier. Die stellt die einfach nur auf, ne? Passiert sonst nichts. Auch hier wird sie, glaube ich, da nichts aus anrichten können. Die leuchtet hier einfach nur. Warte mal. So sieht es schon besser aus. Jetzt macht sie bestimmt wieder gleich den Error-Bildschirm. Scheint mir fast richtig zu sein. Hoffentlich ist die Verkabelung nicht so wichtig. Was ist, wenn wir die einfach umdrehen? Wir die mal ab? Ja, so ist es besser. Und dieser Anschluss passt zu... Na? Das scheint mir fast richtig zu sein. Okay, ich glaube, es gibt... Verkabelung nicht so wichtig. Nehmen wir dieses hier mal weg? Elektronika, wie war das bei... Es war... So war es bei dem anderen. Bei diesem scheint sie irgendwas zu machen. Aber wer weiß schon was? Sie sagt was anderes. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Weil so ist die Kombination bei dem Kollegen... Ne, warte mal. Habe ich mir das hier nicht aufgeschrieben? Nee, ne? Können wir uns das Bild nochmal... Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich wollte hier raus. Bei diesem Ganz kurz. Scheint sie irgendwas zu machen. Aber wer weiß schon was? Ganz kurz. Wir probieren es einfach mal aus. Aber ich möchte ganz kurz gucken, ob ich vielleicht noch das Bild mir anschauen kann, was auf dem, bei dem Dings hier steht, also in diesem Raum. Mein Rat
Ja. Und die Reise genießen. Was für ein süßes Bild. Ist immer dasselbe. Nur darum, einige hundert Meter nach links oder rechts zu steuern. Nur für einen Moment. Warte mal. Ich habe mir das hier oben aufgeschrieben. Ich komme gleich runter und zieh dir den Stecker raus. Du kannst mich wieder verstecken, das ist so geil. Ich gehe nur wieder raus. Warte mal kurz. Warte mal ganz kurz ab. Von dem. Also von hier. Genau, das habe ich gemeint. Zu dem. Ja gut, das war bei dem anderen. Also es war schon richtig, wie ich es gerade eben hatte. Ne? Und von dem hier unten. Zu dem. So hier. Das scheint mir fast richtig zu sein. Okay, sie sagt fast richtig. Und wenn ich das hier unten wie bei dem anderen wieder umdrehe, was ja unten dann auch so war, dann sagt sie, bei diesem scheint sie irgendwas zu machen. Aber wer weiß schon. Hier, probiert das mal. Komm schon, das muss doch gehen. Bitte? Oh nein. Bei den Türen vielleicht, Na, hier, komm, mach mal. Nee. Warum sie das dann so sagt? Weiß nicht. Nein, nicht dort. Und nun verdrahten wir diesen Anschluss. Das scheint mir fast richtig zu sein. Hoffentlich ist die Verkabelung nicht so wichtig. Gut. Die hat uns schon mal die Tür geöffnet. Hoffentlich ist die Verkabelung nicht so wichtig. Und nun hängen wir es an diesen. Das ist ihr Taschenlampe-Schwenken-Sicherheitsmuster. Wie geht das andere? Wo kriegen wir das raus? Wo kriegen wir das andere Muster raus? Die Türen sind alle zu. Hier können wir... Nein, das darf ich nicht anfassen. Ich würde einen Stromschlag bekommen. Da macht's auch bloß wieder Winke, Winke. Ich bin wieder... Das Ergebnis oder die Lösung liegt wahrscheinlich genau vor mir. Direkt vor mir. Das ging ja nicht, ne? Freie Stelle und so haben wir hier nirgendwo. Obwohl das ja eigentlich eine freie Stelle ist hier. Das gibt's doch nicht. Hier muss es doch... So, ne? Das ist auch kein Hinweis, glaube ich. Ich gucke nochmal hier drüben nach Hinweisen. Vielleicht können wir den kleinen Kollegen ja hier unten nochmal beobachten, bitte. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich wette, er könnte etwas Nützlicheres tun. Was denn? Ich weiß nicht so recht. Wenn du nicht weiter weißt und keine Cupcakes backen kannst, dann ist Tanzen der nächste logische Schritt. Ja, das könnte sein. Hallo? Hallo? Wenn ich diesen Schalter betätigen möchte, das ist eine Roboterladestation. Zumindest habe ich sie dafür benutzt. Ist da jemand? Ich krieg den halt auch nicht, ne? Ich krieg den... Ich bin mir zwar nicht sicher. Nicht mehr den kleinen. Ist der Löwenzahnkreuzer aus Loruna? Wenn ich diesen Schalter betätigen möchte, ich bin mir zwar nicht sicher. Wir sind vor Lalalala. Hier gibt's halt auch nirgendwo die Lösung. Mein Name ist Alex. Ich war ziemlich... Dieses Teil gibt ziemlich viel Wärme ab. Dieses Teil gibt ziemlich viel Wärme ab. Bitte antwort. Ich sehe, du hast ein... Was? Ihr bleibt hier. Wir werden das alles schon sehr bald herausfinden, klar? Keine Sorge, wir gehen hier nicht weg. Nicht wahr, Papa? Ja. Ihr bleibt hier. Wir werden das alles... Okay, ich finde das schön, dass er ab und zu nochmal lacht hier. Ist doch scheiße. Hier ist die Maloruna. Ich glaube, ich sehe den Hinweis wieder nicht. Kann mich jemand aus Loruna hören? Loruna, bitte melden. Hey, Alex? Nicht jetzt, Shay. Ich muss jemanden erreichen, der uns aus diesem Schlamassel helfen kann. Bitte melden. Krabschgary funktioniert nicht. Torwächter? Sicherheitschef? Zord?
So, und wir müssen... Scheiße. Wieso funktioniert die Tür nicht? Wieso gehen die alle nicht? Und ich kann hier nicht dieses Ding mehr benutzen. Steuerung des Schiffs übernehmen. Nicht. Hey, stört es dich, wenn... Oh, bitte hör dir nicht an. Das ist doch lächerlich. Ich stelle die Regeln nicht auf. Und wer dann? Die Regeln haben schon immer existiert. Es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu hinterfragen. Wir sind... Wie sie da hinten rumleuchtet. Wow. Nun, dann umgehe es. Wir werden beschossen. Wow, das hat Sinn. Ja, ich glaube, das ist richtig so. Das würde ich gerne, Captain Walter. Aber sobald der Pfad gewebt wurde, folgt das Schiff. Es ist immer praktisch, ein gutes Messer dabei zu haben. Auch wenn es ein bisschen... Lalalala. Es ist doch gemein, jetzt beim Finale wie so ein schwieriges Rätsel hinzumachen. Das ist doch doof alles. Beim Raumweber. Nein, das darf ich nicht anfassen. Ich würde einen Stromschlag bekommen. Raumweber. Wir werden in Stücke gerissen. Er braucht keine Praktikanten. Lass uns ihr Taschenlampe schwenken, Sicherheitsmuster. Ja. Es gibt keine Schiffsschilde, wir haben den Fusionsort. Ich glaube, Lorraine hat das unter Kontrolle. Jawohl, ich kümmere mich darum. Im Ernst? Er spricht immer noch. Wie bitte? Welches Protokoll verlangt Stimmt, kann die nicht irgendwas machen? Du steuerst dieses Schiff, nicht wahr? Kannst du uns... Für diese Situation gibt es kein Protokoll. Das ist Neuland, klar? Mein Ratschlag, zurücklehnen und die Reise genießen. Ich glaube, der Raumweber würde es fühlen. Nur für einen Augenblick. Ich bitte dich nur darum, einige hundert Meter nach links oder rechts zu steuern. Selbst wenn ich dazu in der Lage wäre, Captain, eine derart schlampige Navigation wäre der Anfang vom Ende. Ich komme gleich runter und zieh dir den. Du kannst mich wie einen Strick putzen. Das ist doch nicht wahr. Die macht nichts und als irgendwie rumflattern mit ihren... Aber ich kann es noch ändern, aber ich weiß halt nicht wie. Und ich sehe den Hinweis nicht. Also der muss ja dann irgendwo hier stehen. Wir haben es ja schon so versucht. Oder wir verbinden die einfach mal alle so. Warte mal. Mit diesem und das dort. Ich werde hier etwas dran. Das bringt nichts. Da zeigt sie wieder Error bestimmt, ne? Natürlich. Warum auch nicht? Ach, Manu. Mehr Räume haben wir nicht. Das ist zu. Da sind wir drin. Unten die Türen sind alle zu, beziehungsweise liegen Steine davor. Das ist zu. Das können wir nicht machen, weil wir ja raus müssen. Und sie hat wieder irgend so ein scheiß Kabelrätsel, wo keiner weiß. Beziehungsweise ich suche jetzt wirklich, so wie es beim letzten Mal war, ich suche irgendwo nach Hinweisen. Und auf diesem Bild, das ist ja wie bei dem anderen Ding, und das habe ich ja ausprobiert, aber es bringt nichts. Hier. So habe ich es gemacht. Und das funktioniert bei ihr nicht. Wir sind verloren. Wenn ich es andersrum, also genau umgedreht versuche, das habe ich ja auch schon gemacht, das geht nicht. Wir werden beschossen. Das würde ich gerne, Captain Walter. Na, Captain Volta, mach doch mal ein bisschen was. Warum können wir nicht mehr in diese Steuerung rein und können Türen öffnen? Warum ist das nicht mehr da? Das verstehe ich nicht. Ich sehe keinen Grund, warum das weg sein sollte. Während des Fluges hat sie doch sonst auch immer mit Shay geredet. Das heißt, da hat es auch funktioniert. Hier, guck mal, ist kaputt. Oh Mann, ey. Ach nee, die sind hier richtig verkabelt. Warte. Ach, so doof alles hier. Immer derselbe Scheiß. Das sieht gut aus. Ja. Das ist ihr Taschenlampe schwenken Sicherheitsmuster. Muss sie denn irgendein Sicherheitsding... Muss sie denn hier irgendwo Sicherheit oder... Wir haben die schon überall hingestellt, womit wir interagieren können. Also das bringt nichts, dieses Sicherheitsmuster bringt einfach gar nichts.
trostlos. Ja. Und einen Hinweis habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört. Ihr Sicherheitsmuster. Ja, aber nein, nein, nicht runter, nicht runter. Was bringt denn das Sicherheitsmuster? Die stellt sich doch einfach nur irgendwo hin und leuchtet mit ihrer Taschenlampe durch die Gegend. Damit macht sie doch nichts. Diese großen Überwachungsbildschirme scheinen nicht zu funktionieren. Du hast ja ausgeschaltet. Kluges Mädchen. Ach, an den Computer komme ich jetzt auch nicht mehr. Toll. Super. Voll toll, wirklich. Präsident Hässlich. Sei gegrüßt, Schätzchen. Bitte entschuldige mich. Ich muss euer Ton ein für alle Mal beenden. Wow, diese Gesprächsoption. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Verdammt. Diese geht auch nicht auf. Ich will das nicht schneiden. Doch, willst du. Ich will das nicht schneiden. Räum doch mal die Trümmer hier weg. Das ist doch nicht wahr. Videospiele willst du auch nicht spielen. Und Shay kommt auch nicht aus seinem Raum raus. Also hier können wir wenigstens rumlaufen. Und Shay kommt nicht mal ein bisschen weiter, weißt du? Der bleibt in einem Raum stehen und da gibt's nichts. Boah, ich hasse das. Das meine ich halt bei dem Spiel. Das Spiel ist so gut, aber das kotzt mich an. Diese, also fehlende Hinweise sind, irgendwo ist ja ein Hinweis, aber diese, die sind so scheiße untergebracht. Ganz ehrlich, überhaupt nicht irgendwo mal offensichtlich. Nix ist hier. Der Raumweber, also ne, Raumweber kann nichts machen. Und dafür müssten wir irgendwie dieses Navigationsding, können wir aber nicht kaputt machen, Messer will ja nicht. Das kleine Mädchen hier schwenkt nur mit ihrer Taschenlampe durch die Gegend, die nützt uns auch nichts. Und um den Todesstrahl auszulösen, müssen wir raus. Da geht es raus, die Tür ist zu. Verstehst du? Zu. Das bringt überhaupt nichts. So, hier wird es auch nicht funktionieren. Hoffen wir, dass dieses große offene Fenster für besseren Empfang sorgt. Toll. Das ist doch nicht offen. Manu. Verflixt. Ich habe nichts getroffen. Bis. Wie nichts getroffen? Was zum Teufel? Was ist da? Vella, ihr Hitzkopf wird uns noch alle umbringen. Es ist schon zu heiß, um es zu berühren. Ich muss den Schaltkreis im Maschinenraum unterbrechen. Bleibt hier. Da unten gibt es noch ein paar alte Vorrichtungen, die etwas unberechenbar sind. Damit können wir ja auch hinterher. History of broken promises.